Pula liegt im Süden der kroatischen Halbinsel Istrien und ist eine riesige Freiluftbühne, auf der man durch mehr als 2000 Jahre Geschichte spazieren kann. Das Stadtbild wird von dem riesigen römischen Amphitheater geprägt, einem der besterhaltenen und größten weltweit. Es ist nicht nur ein Anziehungspunkt für Kreuzfahrttouristen, sondern auch ein faszinierendes Zeugnis für die herausragende Baukunst der Römer. Und obwohl die Bevölkerung über Jahrhunderte ständig Steine zum Bau ihrer Häuser abgetragen hat, erscheint das Amphitheater noch immer gigantisch. Römisch geht es auch in der Innenstadt weiter. Und ein bauliches Highlight folgt dem nächsten. Der berühmte Triumphbogen der Sergier oder das weitläufige Forum mit dem großartig erhaltenen Tempel des Augustus sind ein Muss eines jeden Pula-Besuchers. Neben den Venezianern war es dann vor allem die Habsburger Monarchie, die der Stadt einen weiteren bleibenden Stempel aufdrückte. Die ausgeklügelten Befestigungsanlagen, die sich vom Brioni bis Verutela erstreckten, sind ebenso einzigartig wie charakteristisch für die militärische Ausrichtung der einstigen Weltmacht. Heute werden die alten Festungen hauptsächlich touristisch genutzt und bieten einzigartige Ausblicke auf die Stadt und die Küste. Auch das moderne Pula hat einiges zu bieten. Naturbegeisterte kommen hier ebenso auf ihre Rechnung wie Segler oder Feinschmecker. In und um Pula gibt es viele erstklassige Restaurants wie das Milan mit 2 Gomilio-Hauben. Vorzüglich isst man auch im Restaurant des Hotel Amphitheater, das gleichzeitig der 55+ Top-Übernachtungstipp in Pula ist. Ein Haus in super Lage mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer in Pula zu Gast ist, der sollte auch mal den Markt mit der Fischhalle besuchen und sich vor Ort von den kulinarischen Leckereien des fruchtbaren istrianischen Bodens und des noch reichen Meeres überzeugen. Mehr für die Augen, denn für den Magen wird die Unterwasserwelt der kroatischen Adria den Besuchern im Aquarium dargeboten, das in der alten K&K-Festung auf Verutela beheimatet ist. Neben tollen Eindrücken der Meeresbewohner bietet die ehemalige Militäranlage auch einen traumhaften Blick über die Küste Pulas. Pula und seine Umgebung haben so viel Schönes zu bieten, dass sich auch ein längerer Aufenthalt mehr als lohnt.